Am Freitagmorgen ist bei einem schweren Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 47 zwischen dem Bürstädter Kreisel und der Abfahrt Riedrode ein 63-jähriger Autofahrer aus Worms tödlich verunglückt und ein 20-jähriger Autofahrer aus Worms schwer verletzt worden. Im Zuge der Unfallaufnahmen und der Bergungsarbeiten war die Bundesstraße auf dem betroffenen Streckenabschnitt für mehrere Stunden voll gesperrt. Nach bisherigen Ermittlungen der Polizei fuhr der 20-Jährige mit seinem Ford Fiesta von Rosengarten kommend in Richtung Lorsch. Der 63-Jährige war mit seinem Opel Astra in entgegengesetzter Fahrtrichtung unterwegs. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der 20-Jährige in Höhe des Neubaugebietes Sonneneck nach links von der Fahrbahn ab und stieß mit dem Auto des entgegenkommenden 63-Jährigen frontal zusammen. Hierbei wurden beide Fahrer in ihren Fahrzeugen eingeklemmt und mussten von der Feuerwehr geborgen werden. Ja, wir befinden uns hier auf der B47 Höhe Bürstadt Mitte. Hier kam es heute Morgen gegen 5.54 Uhr, wurden wir als Feuerwehr alarmiert zu einem schweren Verkehrsunfall mit 2 PKWs. Eine Person wurde dabei tödlich verletzt, eine andere Person war im Fahrzeug noch eingeklemmt. Den Verletzten wurde entsprechend befreit von uns. Wir waren mit 4 Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften im Einsatz. Die B47 ist in der letzten Zeit ja bekannt wegen häufigen Verkehrsunfällen mit entsprechend Verletzten, wo wir auch öfters tätig sind. Für den 63-Jährigen kam jede Hilfe zu spät. Rettungskräfte konnten nur den Tod des Mannes feststellen. Der 20-Jährige erlitt schwere Verletzungen und wurde in eine Klinik gebracht. Entgegen ersten Meldungen befanden sich keine weiteren Personen in den Fahrzeugen. An beiden Autos entstand Totalschaden. Zur Rekonstruktion des Unfallgeschehens wurde ein Gutachter eingeschaltet und beide Autos sichergestellt.